Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, wir sind immer noch in Kamiki der Vergangenheit. Und tragen die wunderschöne Jungfrau Nagi heißt er, auf dem Rücken. Ja, wir sind zahlende Kunden, ja. Ich hätte gern noch die Auferstehungsperlen von ihm gekauft, weil ich nicht weiß, ob ich ihn im Nachhinein noch mal kaufen kann irgendwo. Ich wüsste vor allem nicht wo. Deswegen gehen wir hier erstmal ein bisschen noch grinden. Gegen das Viehzeug, was hier so rumdümpelt. Seid ihr alle tot? Ja, seid ihr. Das könnte nur ein bisschen dauern, aber nicht so lange. So, jetzt dich da runter holen. So, dich kann ich zerschneiden für Dämonenzähne, wenigstens etwas. Und hier in Münzen. Und da haben wir, glaube ich, schon das Geld fast zusammen. Oder wir haben es schon zusammen. Ne, ich glaube nicht ganz, nein. Aber hier lässt es sich ja recht gut kämpfen, gegen die Schriftrollen. So. Wow, 22.000 Yen. Hundert solche Kämpfe und ich hätte genug Geld zusammen, um... Ja. Die... Special-Fähigkeit noch zu kaufen. Aber dafür bräuchte ich so gute Kämpfe. Der hier war ja jetzt nicht so berauscht. Ja komm, wenn es euch nichts ausmacht, mir zuzugucken, dann mosche ich mich noch ein bisschen hier durch die Felder. Bis ich alle Schriftrollen, die hier gerade sein können, abgeklappert habe. Zeit scheint ja eh nicht zu vergehen, solange ich hier bin. Ah, die kann ich mit Zeit bekämpfen, um Zähne aus ihnen rauszubekommen. Weil ich habe auf jeden Fall nachgelesen, irgendwelche Gegner kann ich mit dem Zeitzauber finishen, um Zähnchen rauszukriegen. Und ich möchte ja gucken, dass ich so viele Dämonenzähne wie möglich sammel. Oh, ach je, ein Trommler. Au. Ja, den auch mit Zeit bekämpfen. Okay, fast alles aus, wahrscheinlich alles außer die Fliegenden mit Zeit bekämpfen. Also mit Zeitverlangsamung. Der Trommler war jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so böse. Ja.
Energie und Tintenfässer, um alles wieder aufzufüllen. Juhu. Au. So. Wieder neue Dämonenzähne. Und mehr Kohlen. Ja, der allein gibt schon 20.000 Hirn, was sehr, sehr viel ist. So, die drei ausradieren. Alles, was sie dort einsammeln und nochmal 12.000 hier kassieren. Yay. Exorzismus L. Verursacht großen Schaden. Ja, da fällt mir ein, wir könnten ja mal, da wir so viele haben, okay, einen Exorzismus S raushauen. Au. Bei solchen Gegnern. Sollte mich, merken, mich dann auf solche wie ihn dazu konzentrieren. So. Ein Kleeblatt, das Glück bringt. Finde ich immer gut. Hey, Trauben hatten wir schon lange keine mehr. So, jetzt können wir zurück und die Waffe kaufen und uns dann nochmal hier den Weg hochkämpfen, würde ich sagen. Um nochmal an Geld und Dämonenzähne zu kommen. Und ich sollte dran denken, an die Gegner auch noch dran zu pinkeln, um noch mehr Dämonenzähne zu kriegen. Hi. Ja, ja. Wir wollen einkaufen. Kaufen. Auferstehungsperlen, bitte. Danke. So, jetzt haben wir noch immer 89.000 Yen. Können wir uns noch ein paar verdienen auf dem Weg hoch zur Mondhöhle, sicher. Indem wir einfach alles an Gegnern mitnehmen. Au. Und uns nicht von ihnen mitnehmen lassen. Au. Von dem da kriegen wir auf jeden Fall keine gute Wertung. Aber Zähne. Und etwas Lebensenergie. Ja, Zeit und Schaden war nicht so besonders. So. Gut, wir haben zwei Zähne. Hallo, darf ich schneiden? Danke. So, noch mehr Zähne für uns.
Geld für uns, Energie für uns, Tinte für uns, noch mehr Geld für uns. Wir sind schon wieder auf 100.000 Yen hoch. Yay. So. Noch mehr Zähne. Und noch mehr Geld. Der bringt ziemlich viel Geld. Jo, der bringt allein 20.000 Yen. So. Au. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich Dämonenzähne nicht kassiert habe, aber dürfte okay sein so. Und die nächste Gegnerrolle. Oh, da wirft einer. So, dich müssen wir schneiden, um ihn nicht zu finishen. Gut. ...18.000 Yen für die drei. Hey. Und wir hätten jetzt schon wieder genug Yen, um nochmal die Waffe zu kaufen, aber brauchen wir ja nicht. Ich nehme lieber noch weiter die Schriftrollen hier mit, für mehr Geld. Bleib da, ich will dich anpinkeln. Okay. So, dann wirst du halt so gefinisht. Ich sagte so gefinisht. Sind wenigstens zwei. Naja, gut. Wie viele Zähne haben wir denn? Oh, 176 bereits. Au, da stecke ich jetzt aber gut ein, nur weil ich versuche, den anzupissen. So. So. Gut, das war wieder eine schöne Ausbeute an den Mondzähnen. Wahrscheinlich hat mich das einen Haufen Schaden gekostet, oder? Naja, grün immerhin. Und 23.000 Yen. Ich hatte hier ein grünes Leuchten gesehen, ja. Und hier blockiert mich wieder die Nebelwand. Ich habe echt immer noch keine Ahnung, wie ich die
diese korallenartigen Felsen zerschneiden soll. Was passiert eigentlich, wenn ich eine Sonne in den Himmel male? Da wird's nur hell. Geht's das Glas? Yay. Wenn ich ein Mutter in den Himmel male, wird es nur ein bisschen dunkler. Okay, wir haben hier alles, was wir wollen. Das heißt, es geht in die Mondhöhle. Eingang zur Mondhöhle. Ich erinnere mich noch ans letzte Mal. Da war die Mondhöhle ja nicht das, was sie mal war. Speichern wir hier sicherheitshalber mal. Okay, was haben wir hier? Mit seinem kleinen Watscher ist er auf jeden Fall nicht gerade schnell. Oh, aber es sind zwei. Wow. Sie zu zerschneiden war richtig. Das war jetzt nur auf gut Glück geraten, aber sie zu zerschneiden? Goldener Pfirsich, mystische Frucht für den Magen komplett. Was war das jetzt für Jungs? Logbuch, Journal. Wir müssen ihn rüber zum Hotel bringen, bevor er aufwacht. Schließlich ist er jetzt fein gemacht. Für seine Verabredung mit dem Schicksal, ja. Bestiarium. Oh, das sind alles neue Gegner. Lebenssoldat. Jene, die sich aus Trauer dazu entschieden haben, sich mit ihren Herren begraben zu lassen, werden Märtyrer genannt. Diese Nebenfunktionen erhalten den Geist eines Soldaten-Märtyrers. Benutze Göttertechniken, um sie schnell freizusetzen und den Fluch zu brechen. Neben Samurai. Nebenfiguren, die vom Geist eines Kriegers besessen sind, der sich weigert, mit dem Kämpfen aufzuhören. Sie müssen weiterkämpfen, solange sie noch bewaffnet sind. Zerstöre die Waffe, um den Fluch zu brechen und die Seele des Kriegers zu retten. Die Lehmtrommel, die Lehmfiguren wurden geschaffen, um in Hügeln anstelle des Märtyrers, den sie darstellen, begraben zu werden. Sie bewegen sich jetzt nur aufgrund von Orochis finsterer Macht. Zerstöre sie schnell und beende ihren Missbrauch. Orochis, die Lehmflieger. Orochis finstere Macht infiziert das Land wie ein fauliger Wind. Diejenigen, welche diesem Wind ausgesetzt waren, werden von ihm fortgeweht als Lehmflieger. Nur ein göttlicher Wind kann sie von diesem schrecklichen Dasein befreien. Lehmshogun. Ein legendärer Shogun, der sich als bester Krieger des Landes bewiesen hat. Sein Geist wurde von Orochi manipuliert und befindet sich nun in dieser Lehmfigur. Seine Würde ist für alle Zeiten in die Finsternis verloren. Er ist gefangen und immer noch voller Wut und Bedauern über seine Niederlage. Exorziere schnell seinen Kopf, um ihn aus seiner Schande zu befreien. Ja, da hatten wir aber jetzt gerade nochmal was. Was haben wir einmal hier? Nagi, legendärer Held, der mit Shiranui zusammen vor 100 Jahren Orochi besiegte. Er spielte den Feigling, um seinen Feind zu täuschen und dann zu schlagen. Er verinnerlichte das Sprichwort mehr sein als Schein. Mhm. Und die Doku. Von allen sonderbaren Lehmfiguren in diesem Land sind Doku die seltsamsten. Faszinierte Menschen haben spekuliert, dass sie ursprünglich vom Mond stammten.
Sie scheinen zu leben und sind als Beschützer bekannt. Einige werden vom Guten kontrolliert und andere vom Bösen. Es gibt eine Legende über einen Dooku, der durchdrehte und ein Dorf nach dem anderen zerstörte. Der Krieger schaffte es, ihn zu besiegen mit Mut und Liebe. Oh, Schatzliste? Ach, Achat-Klunker. Die einzigen Eigenschaften von Achat sind sehr modisch. Und ein Türkis-Klunker. Die strahlende Farbe weckt ein Gefühl des Neubeginns. Und Silbertaschenuhr. Diese winzige Zahlenanzeige zeigt die Zeit an. Hey, dann fehlt mir nicht. Na, es fehlt mir noch ein gutes Stück auf der Schatzliste. Aber nicht so viel wie auf der Perlenliste. Guckt euch das mal an. Josfet innerhalb Josfets. Das sind wahrscheinlich Kamiki-Vergangenheitsperlen, die ich noch nicht gefunden habe. Ja, innerhalb Josfets habe ich eine Perle übersehen. Im Ponktan fehlt mir eine. In Josfet selber fehlt mir eine. Oder? In Josfet fehlen mir zwei sogar. Kamui Itsufuchi. Da fehlen mir auch zwei. Es fehlen mir noch an vielen Orten. Hier im Dorf Kamiki, das erkenne ich sogar, dass das Dorf Kamiki heißen soll, weil die Fragezeichen zeigen die Buchstabenanzahl noch an. Wie hier Shinzo-Feld. Das Feld hat vier Buchstaben und hinten fehlen vier Buchstaben. Da sind sogar mehrere Fragezeichen. Hanatal. Ja, es fehlt mir noch ein ganzes Stück an Perlen. Genauso die Fischliste. Aber ich glaube, ich werde das alles mal komplettieren, privat. Einfach, weil ich auch merke, dass ich wenig Zuschauer bei diesem Projekt habe. Was ich ein bisschen schade finde. Aber wenn ich wenig Zuschauer habe, dann rentiert es sich wahrscheinlich auch nicht 100% zu machen. Diesmal gibt es hier kein Schutzschild. Dieser Roshi muss glauben, dass sich niemand hierher trauen wird. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein, ganz egal wie unvorbereitet dieser Lindwurm ist. Ich meine, wenn du mal darüber nachdenkst, du hast es geschafft, Orochi vor 100 Jahren zu besiegen. Aber du bist auch gestorben. Und du warst damals auf dem Höhepunkt deiner Macht. Die Legende besagt, dass du jedes Jahr zur Zeit der Opferung erschienen bist. Damals wurdest du Shiranui genannt. Und man hielt dich für ein Monster. Also warum bist du nicht direkt zu Orochi gegangen und hast ihn weggeputzt? Nur ich schätze, du wirst deine Gründe gehabt haben. Ah, ich wette, es hat diesen Orochi denken lassen, dass du ein großer Feigling bist.